Ja, das ist zu leise. Jetzt ist besser, oder? Wunderbar. Also es geht um Denkprozesse und bewusste Kontrolle, Möglichkeiten und Grenzen. So, und das bedeutet, dass wir häufig nicht daran denken, dass es Grenzen gibt in Bezug auf unsere Denkprozesse. Wie oft haben Sie sich schon Vorwürfe gemacht oder sich schuldig gefühlt, dass Sie trotz aller Vorsätze nicht abgenommen haben, dass Sie sich nicht beherrscht haben, dass Sie Ihre Kinder nicht dazu gebracht haben, Ihre Zimmer aufzuräumen, dass Sie Ihre Freunde enttäuscht haben oder Ihren Chef verärgert haben? Und wie oft haben Sie schon gedacht, dass Sie andere wütend gemacht oder zu etwas gezwungen haben, was diese eigentlich gar nicht wollten? Alle diese Vorstellungen beruhen auf Illusionen von Macht und Kontrolle. In all meinen bisherigen Vorträgen habe ich darauf hingewiesen, dass in diesen bei uns allen vorhandenen Vorstellungen fast unbegrenzte Kontrolle über die verschiedensten Prozesse innerhalb und außerhalb von uns selbst illusionär sind, auch wenn sie uns Sicherheit zu versprechen scheinen und von den Medien, von der Presse und von der Wissenschaft immer wieder propagiert werden. Und nun stellt sich auch im Bereich des Denkens heraus, dass unsere Möglichkeiten von Kontrolle sehr beschränkt sind. Aber dass es unerlässlich ist, sich darum zu bemühen, wie bei all den anderen Prozessen auch. Ja? Alle Lebewesen wollen möglichst viel Kontrolle über ihr Umfeld und damit über ihr Leben haben. Und es ist sehr sinnvoll, das zu versuchen. Aber es ist nicht sinnvoll zu glauben, wir hätten sie dann auch. Also das ist ein feiner, wichtiger Unterschied. Bereits als es um Gefühle und Intuition ging, habe ich versucht deutlich zu machen, dass wir als Wesen mit Bewusstheit unsere Gefühle nicht einfach ausleben können. Tiere haben es einfacher. Sie können ihre Wahrnehmung und Interpretationsprozesse, die sie natürlich genauso haben wie wir, meistens direkt in Handlungen umsetzen. Sie können das bei Ihren Haustieren, wenn Sie welche haben, sofort immer beobachten. So wie da irgendetwas Neues auftaucht, ja, da wird das Tier nimmt es wahr, das Tier reagiert oder handelt aktiv. Alle Lebewesen produzieren nun in diesem Zusammenhang Muster. Menschen sind sehr viel komplexer vielleicht als andere Lebewesen. So genau können wir es nicht wissen, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Und alle Lebewesen produzieren, wie gesagt, Muster aufgrund der Selbstorganisation, über die alle verfügen. Denn wir sind darauf angewiesen, und das ist egal, ob das ein Insekt ist, ein Krater oder ein Hund, ein Pferd oder was auch immer, die Komplexität des Umweltfeldes und der eigenen Prozesse so schnell wie möglich zu reduzieren, damit man effektiv und schnell handeln kann. Sonst geht das nicht. Nachdenken braucht einfach zu viel Zeit. Und das bedeutet, dass auch wir unsere Muster und Routinen entwickelt haben und damit können wir sehr schnell handeln. Unser ganzes Gehirn arbeitet hauptsächlich auf der Basis von Mustern und Routinen. Wann immer das Gehirn eine Routine verwendet, verbraucht es ganz wenig Energie und arbeitet deshalb auch sehr viel ökonomischer, weil es mehr oder weniger automatisch abläuft. Kahnemann hat ein Buch geschrieben, das heißt Schnelles Denken, Langsames Denken. Und er bezieht sich dabei auf zwei Psychologen namens Keith Stanovich und Richard West, die haben mitgeteilt in ihren Schriften, dass sie denken, es gibt zwei Modi des Denkens. Modus 1 oder System 1, wie sie das auch nennen, und System 2. System 1 ist das Schnelle, System 2
ist das Langsame. System 1 ist das Automatische, das arbeitet schnell und spontan. Und wenn ein Mensch im System 1 denkt und handelt, verbraucht sein Gehirn kaum Energie und er reagiert so spontan, ohne weitere Anstrengungen und ohne nachzudenken. Eine Kontrolle des Verhaltens findet dann fast überhaupt nicht mehr statt. Und Sie kennen das alle. Wir haben alle gelernt, ohne Probleme Treppen rauf und Treppen runter zu laufen. Wir können springen und wir können sprechen, wir können lesen im Allgemeinen. Und wir können auf die Frage, wie viel ist 4x4, sofort antworten. Das heißt, wir brauchen gar nicht erst nachzudenken. Das sind Routinen, die wir internalisiert haben. Und das Gehirn kann sehr schnell und ganz spontan die entsprechenden Notwendigkeiten von sich geben. Aber wenn von uns Aufgabenlösungen verlangt werden, die komplexer sind, für die es keine Routine gibt, zum Beispiel, wie viel ist 447 mal 326, dann geraten wir in Schwierigkeiten. Dann müssen wir anfangen nachzudenken. Nachdenken will aber gelernt sein. Und spontan können wir die Fähigkeit des Nachdenkens nur dann verwenden, wenn Nachdenken selbst zu einer Routine geworden ist. Ja, das erfordert sehr viel Übung. Meistens müssen wir uns bewusst dazu entschließen. Das ist, denke ich, einer der Hauptgründe, weshalb ich es so wahnsinnig wichtig finde, dass wir möglichst früh anfangen, uns über verschiedene Denkmethoden bewusst zu werden und sie auch zu üben. Aber gezieltes Training des Denkens findet weder in der Hochschule noch in der Schule noch sonst wo statt. Ich habe häufig in der Universität, als ich noch an der TU war, gesagt, wir müssen den Studenten diese Art des Kompetenz beibringen. Und sie haben immer zu mir gesagt, ach jene, ja, denken lernen die Studenten in der Disziplin. Da brauchen sie nicht extra sozusagen eine Schulung zu machen. Aber nach meiner Erfahrung lernt man es eben nicht in der Disziplin. Erschwerend kommt hinzu, dass wenn man jedenfalls nach Kahnemanns Ansicht, wenn man im System 2 ist, spontan ins Bewusstsein tretende Eindrücke, Gefühle, Überzeugungen und Glaubenssätze vom System 1 beeinflusst wird. Die wirken meistens völlig unbefragt auf die Prozesse, die man durch Nachdenken gerade im System 2 versucht irgendwie durchzustehen. Ein. Unbefragt. Sie kennen das. Nämlich, wenn Sie gerade am Nachdenken sind und da steht eine Büchse mit Keksen oder mit Bonbons oder die Schachtel mit den Zigaretten, ohne dass Sie das merken und ohne dass Sie sich bewusst dazu entscheiden, ne, greifen Sie mal kurz einfach in die Dose. Kennen Sie das oder kennen Sie das nicht? Die meisten kennen das, ne? Ja. So, das heißt, man ist im System 2 und System 1 fühlt sich nicht mehr kontrolliert, weil man ja im System 2 mit anderen Sachen beschäftigt ist, ja, und fängt an, sofort dazwischen zu gehen, sodass wir dann andere Bedürfnisse von uns irgendwie befriedigen können. Aber die spontanen Reaktionen aus diesem System 1, dem spontanen Schnellen, können auch dadurch sehr problematisch sein, dass diese Routinen ja für bestimmte Situationen gelernt worden sind. Und es kann sein, dass sich die Situationen verändert haben und die Routine den Anforderungen, den neuen Anforderungen gar nicht mehr angemessen sind. Und dann wird es oft sehr problematisch.
dem Nachdenken sind die Routinen nämlich nicht mehr so einfach zugänglich. Die sind Routinen geworden, wie Gewohnheiten. Und es erfordert eine bestimmte Anstrengung, die automatisierte Reaktion zu stoppen und wieder in den Modus 2, in das Nachdenken zu gehen. So, das ist aber nicht so einfach. Denn alle Gewohnheiten, die wir haben, gehören auch zum System Nummer 1. Und Sie wissen alle, wie schwer es ist, eine Gewohnheit aufzugeben. Ne? Ich denke, da muss ich nicht weiter drauf eingehen. Es fängt an mit Rauchen, ja, abends das regelmäßige Gläschen zu trinken oder die Gewohnheit, Aufgaben vor uns herzuschieben und so weiter und so weiter und so weiter. Es gibt ein Buch von Charles Duhigg, das ist inzwischen auch auf Deutsch übersetzt, heißt Die Macht der Gewohnheit. Warum wir tun, was wir tun. Und es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Veröffentlichungen zu Gewohnheiten und den großen Schwierigkeiten, Gewohnheiten wieder loszuwerden. Also wenn man eine Gewohnheit loswerden möchte, dann heißt das, man darf die neue Verhaltensweise auch nicht ein einziges Mal unterbrechen. Sonst kann man gleich wieder von vorne anfangen. Da gibt es eine Reihe von Forschungen inzwischen auch dazu. Es ist sehr schwer. Ja. Es gibt natürlich jetzt ungezählte automatisierte Muster, Gewohnheiten und Dynamiken, die in unserem Gehirn gespeichert sind. Die meisten sind entwickelt worden, damit wir unser Überleben durch schnelle Reaktionsmöglichkeiten sichern können und gleichzeitig Energie sparen können. Leider werden da aber auch manchmal gelernte Muster auf neue Situationen angewendet, die zwar eine gewisse Strukturähnlichkeit haben mit den alten, nur deshalb aktiviert sich nämlich die Routine, die aber in entscheidenden Faktoren auch abweichend sind und ein neues Herangehen erfordern. Also Beispiel, wenn ich als Kind gelernt habe, auf Drohungen von anderen, sofort mit einem Gegenangriff zu reagieren, dann ist das Routine geworden. Ja? So, irgendjemand sagt was, und dann kommt sofort die Gegenreaktion. Ganz spontan, ohne Nachdenken. Das ist allerdings bei einem sehr viel stärkeren Gegner nicht sinnvoll. Ja? Und dann heißt das, man verwendet eine Routine, die einem eher schadet, als einem nützt, selbst wenn sie einem im Kindergarten, wo man das vielleicht gelernt hat, noch hilfreich war. Oder wenn ich davon ausgehe, dass Kinder mir zu gehorchen haben, das tun die meisten Erwachsenen. Ja? Ich kenne kaum einen Lehrer oder eine Erzieherin, die nicht darunter leidet, wenn die Kinder ihr nicht gehorchen. Es ist aber nur eine Gewohnheit und nur eine Routine. Das ist durch nichts gerechtfertigt. So, aber wenn ich davon ausgehe, dann habe ich vielleicht mit kleinen Kindern noch Glück. Ne? Aber wenn ich diesen Grundsatz, sozusagen, wenn ich den wirklich verinnerlicht habe, dann werde ich auf keinen Fall mit einem rebellischen Jugendlichen zurande kommen. Weil da muss ich ganz andere Verhaltensweisen verwenden, um überhaupt ins Gespräch zu kommen. Ja, wenn ich da meine alte Routine anwende und sage, ey, du tust ja, was ich dir sage, oder sowas ähnliches, ja, dann hat man die allerschönste Auseinandersetzung. Also es geht so gar nicht. Wenn ich zum Beispiel der Ansicht bin als Frau, Männer müssen immer stark sein, ja, so, oder Frauen seien für Führungspositionen nicht geeignet, dann lebe ich ein Leben mit Vorurteilen. Ja, ich bin ein bisschen konservativ, ein bisschen antiquiert und für viele neue Anforderungen im Geschäftsleben oder im Wirtschaftsbereich bin ich dann im Grunde nicht wirklich geeignet, sondern kriege nur Schwierigkeiten. Aber auch wenn ich mich durch Erwartungen und Anforderungen von anderen unter Druck gesetzt fühle und mich in meiner Autonomie bedroht sehe, dann aktiviert sich ein Muster in mir. Ja, und das ist weitest verbreitet.
Wieso muss ich immer das tun, was du willst? Ne, ist so ein passender Ausdruck dafür. Dafür, dass die Routine schon wieder zugeschlagen hat. Denn natürlich müssen wir nicht das tun, was jemand anderes will. Aber wir haben es als Kind so gelernt, dass wir gezwungen worden sind, weil die Erwachsenen stärker waren und wir Angst vor der Gewalt hatten, sonst hätten sie uns auch nicht zwingen können, ja, wenn die Größenverhältnisse anders gewesen wären oder die emotionalen Abhängigkeiten andersrum gewesen wären. Dann wäre das nicht so einfach gegangen. So, das heißt, wenn andere mit Erwartungen kommen, dann habe ich entweder die Routine gelernt, mich zu unterwerfen und unterschwellig vielleicht aggressiv zu werden. Oder ich kämpfe inzwischen für meine Autonomie und werde rebellisch. Nützt mir auch nichts. Weil dann tue ich immer nur das Gegenteil von dem, was von mir erwartet wird und habe keine Chance mehr, das zu tun, was ich eigentlich selber will. Weil ich frage mich das gar nicht mehr. Ich bin einfach nur dagegen. Und das ist auch weit verbreitet. Ich erinnere mich an Streiksituationen an der Technischen Universität. Da saß dann eine Gruppe von Studenten vorne am Eingang im Innern des Gebäudes und hatten lauter Schilder vor sich aufgestellt, auf denen stand die Neinsager der TU. Ich habe sofort eine Diskussion mit ihnen angefangen, weil ich natürlich gesagt habe, das reicht nicht, Leute, das reicht nicht. Was wollt ihr denn? Und da war es denn schon wieder schwierig. Ja? Es ist leichter, dagegen zu sein und zu rebellieren, als herauszufinden, was man selber wirklich will. Na? Aber da ist dann so eine Routine oder so ein Muster, ist dann einfach hinderlich. Ja? Sie kennen sicher alle die Situation, Dinge vor sich herzuschieben. Ja? Procrastination ist das schöne Wort dafür. Na? Da gibt es also inzwischen Trainings und alle möglichen Erklärungen und, und. Ich habe eine ziemlich einfache Erklärung. Es ist der Versuch, die eigene Autonomie zu retten. Und das heißt, es ist ein Schutzmechanismus. Sehr sinnvoll, aber eine Routine geworden. Ne? So, ich mache doch nicht, was ich tun muss. Ich will meine Freiheit. Das Dumme ist nur, dass man meistens auch so eine Stimme im Kopf hat, die einem sagt, was man tun muss. Ich kenne die von mir auch. Jetzt musst du noch die Wäsche aufhängen. Oh nee. Ja? Jetzt musst du noch den Artikel zu Ende schreiben. Du musst noch deine E-Mails beantworten. Nee. Ich werde lustlos, ich werde, wie soll ich sagen? Erschöpft? Nee, gibt es ein anderes Wort für erschöpft? Fällt mir gar nicht ein. Hm? Müde. Träge und müde. Ja, genau. Danke. Ja, ich denke, oh nee, morgen. Ja? Alles nur, um nicht das zu tun, was ich denke, was ich tun muss. Insofern ist das eine sinnvolle Geschichte, um die eigene Autonomie zu retten. Nur, ich vergesse dabei, dass ich sowieso autonom bin. Das heißt, ich kann mich dazu entscheiden, die E-Mails zu beantworten, die Wäsche aufzuhängen. Ja? Und so wie ich es in meinem Innern gedreht habe, dann ist es einfach. So wie ich dann gemacht habe, ach, ich muss es nicht, ich muss die Wäsche jetzt nicht aufhören. Ich kann sie drin liegen lassen, 5 Tage und dann nochmal waschen. Aber ich kann sie einfach jetzt auch aufhängen. Und dann habe ich plötzlich genug Energie, um es auch zu tun. Und durch den einfachen Dreh des von ich muss zu ich entscheide mich dafür, es einfach zu tun. Also zu einem ich will. Nicht alle Muster sind so leicht zu drehen, ja? Aber einige gibt es, wo man einfach nur durch nochmal nachdenken, was will ich denn wirklich, ja? Im Grunde darauf kommt, dass man nicht muss, sondern dass man kann, wenn man will. Aber zu dem Muster, sich zu unterwerfen und rebellisch zu werden, gehört dieses Nein-Sagen, dieses Nein, ich muss nicht. Gehört einfach nicht zur Routine. Den meisten fällt es gar nicht ein. Sie werden nur rebellisch. Und dann gibt es in vielen Partnerbeziehungen dann schon den größten Krach. Nur weil die eine Person eine Erwartung geäußert hat. Manchmal sogar, wenn sie nur ein Angebot gemacht hat. Möchtest du noch einen Kaffee haben? Ich weiß schon selbst, was ich will. Ja,
Also da gibt es alle Varianten. So, also die Routinen sind es wert, dass man sie genauer betrachtet. Ja, welche habe ich? Welche sind nützlich für mich? Welche habe ich entwickelt in Zeiten, als ich sie gebraucht habe? Und welche davon brauche ich heute noch und welche nicht? Ganz viele brauchen wir. Und ich bin Gott froh, dass die meisten meiner Routinen tatsächlich da sind, wo da sind, ja? Und ich mich auf sie verlassen kann. Ne? Sie wissen, Autofahren und alle möglichen Fahrradfahren, das sind alles Routinen. Ja? Und es ist wunderbar, dass sie da sind. Aber manche sind eben nicht für alle Situationen geeignet. System 2 ist das System des Nachdenkens. Und nur mit dem System 2 kann man so etwas wie zwei Vorstellungen gleichzeitig im Kopf behalten. Das heißt, man kann abwägen, ne, man kann entscheiden, man kann Objekte vergleichen in Bezug auf ihre Eigenschaften oder sonstige Merkmale. Man kann zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her wechseln. Und für das System 2 gilt aber das Gleiche wie für das System 1. Es gilt immer das Gesetz der geringsten Anstrengung. Wir wählen das, was die geringste Anstrengung in sich trägt. Das heißt, nicht wir wählen das, das macht unser Gehirn. Und das bedeutet, dass wir uns häufig mit der schnellsten, mit der einfachsten, mit der Lösung, die wenigsten Aufwand macht, einfach zufrieden geben. Obwohl es nicht unbedingt die beste ist, wenn man nochmal drüber nachdenken würde. Na? Aber weil unser Gehirn so ökonomisch ist, greifen wir zu den einfachsten, preiswertesten, in Anführungsstrichen, was die Energie anbetrifft, Lösungen. Dass, wenn ich im System 2 mich bewege, der Einfluss des Systems 1 zunimmt, weil es sich unkontrolliert fühlt, hatte ich schon gesagt. Ja? Trotzdem ist es eine der Hauptaufgaben von System 2, die vom System 1 angebotenen Lösungen, die schnellen Lösungen, zu überprüfen und zu kontrollieren. Einigen davon erlaubt das System 2, sich direkt im Verhalten auszudrücken. Andere davon werden unterdrückt oder modifiziert. Und das passiert auch von alleine. Da müssen wir bewusst häufig nicht mal etwas dazu tun. Erst wenn wir uns noch zusätzlich bewusst entscheiden, solche Sachen noch mal zu überprüfen, dann haben wir eine Möglichkeit, unsere eigenen Denkprozesse auch zu kontrollieren. Das heißt, wir müssen unsere eigenen Prozesse durch Nachdenken verlangsamen und durch überlegte Entscheidungen möglicherweise modifizieren, um irgendeine Art von Kontrolle zu haben. Meistens glauben wir allerdings, dass es unser bewusstes Ich ist, was uns zu einer Entscheidung gebracht hat. Ist es aber nicht. Es gibt eine Reihe von Versuchen dazu, dass offensichtlich im Gehirn bereits vorbereitende Entscheidungen getroffen werden, bevor man sich überhaupt bewusst zu irgendwas entschieden hat. Die Forscher streiten sich darüber, wie lang die Zeit ist. Von einer halben Sekunde bis zu mehreren Sekunden gehen da die Behauptungen. Also mehrere Sekunden kann ich selber nicht gut nachvollziehen. Aber es gibt jedenfalls diesen Streit und immer wieder auch den Nachweis, dass wir eben nicht die volle Kontrolle haben über unser Verhalten. Je mehr wir uns allerdings um Bewusstheit bemühen, desto größer können unsere Chancen werden, die Kontrolle über unser Verhalten zu gewinnen. Ich habe, denke ich, in dem Vortrag über Gefühle darauf hingewiesen, dass es die Möglichkeit gibt, dass unsere Gefühle uns im Griff haben, aber auch die Möglichkeit gibt, dass wir unsere Gefühle im Griff haben.
Dazu gehört, dass wir unsere Gefühle als unser schnelles Informationssystem begreifen und die Informationen, die in den einzelnen Gefühlen enthalten sind für uns, extrahieren. Also im System 2 nochmal betrachten unter dem Aspekt, was ist die Botschaft? Was will ich wirklich? Ne? Sie vielleicht, ich weiß nicht, wer da gewesen ist, kann sich vielleicht erinnern, dass ich gesagt habe, Unzufriedenheit, Ärger und Wut sind Wunschgefühle. Da stecken immer Wünsche drin. Und wenn man sich die Zeit nimmt zu sagen, okay, ich bin jetzt rasend vor Wut, ja, aber ich weiß gar nicht, was ich will. Ich nehme mir die Zeit, nachzudenken, was denn eigentlich mein Wunsch ist. Ja, dann heißt das, wir gehen in das System 2, denken nach, und gewinnen Kontrolle. Sonst würden wir unsere Wut nur einfach agieren und würden also von der Wunscherfüllung genauso weit entfernt sein, wie in der Situation, die uns diesen Wutanfall beschert hat. Das heißt, wir haben unseren Wunsch nicht erfüllt gekriegt, sind wütend geworden, wir agieren die Wut und die Wunscherfüllung gibt es immer noch nicht. Also erst wenn wir im System 2 anfangen, dann nochmal nachzudenken, was ist es denn, was ich wollte? Ach, ich wollte, dass die andere Person anerkennt, dass ich mir viel Mühe mit dem Saubermachen gegeben habe. Ja, dass die ganze Wohnung gesaugt habe. Dass die andere Person mitkriegt, dass die Küche aber nur so blitzt. Oder dass die andere Person ein positives Wort darüber verliert, dass ich den Artikel fertig geschrieben habe oder dass ich den Pullover fertig gestrickt habe oder dass ich den Kuchen gebacken habe oder, was auch immer es jeweils ist. Menschen sind außerordentlich bedürftig und wollen sehr viel Anerkennung, Wertschätzung, Bedeutung, Wirkung und Spuren hinterlassen, ja, die auf diese existenziellen Wünsche, die jeder Mensch als soziales Wesen an ein anderes menschliches Wesen hat, bin ich schon oft zu sprechen gekommen. Ich wiederhole sie beliebig gerne, weil das, die Erfüllung dieser Wünsche wechselseitig, ist das, was uns in irgendeiner Weise zufrieden macht. Ich komme nachher nochmal darauf zu sprechen, dass wir das möglichst als Erste machen. Nicht warten, dass die anderen uns unsere Wünsche erfüllen. Ja? Und wenn sie es nicht tun, dann sagen, ach bitte, ja, guck doch mal diesen wundervoll gesaugten Teppich an und sage ein paar freundliche Worte zu mir, dass ich das wirklich toll gemacht habe. Da fällt uns doch kein Zacken aus der Krone, oder? Weil Menschen gucken nur dahin und nehmen nur das wahr, was im Rahmen ihres Interesses liegt, sonst nichts. Und ich persönlich bin keine besonders gute Hausfrau. Ich würde niemals erkennen, dass ein Teppich frisch gesaugt ist. Ja. Oder dass Staub gesaugt worden ist. Ich gucke generös über Staub in meiner Wohnung hinweg. Ja. Einmal in der Woche kommt Theresa und ist so lieb, ja, und wischt Staub. Und in der Zwischenzeit gucke ich einfach nicht hin. Ja, so. Aber es gibt Menschen, die kommen in meine Wohnung, die merken das sehr wohl. Und ich merke das natürlich auch, dass sie es merken. Ne? Gut, ich sage mir, entweder ist es mir egal, oder ich sage, Entschuldigung, aber normalerweise macht das Therese, ich habe gar nicht die Zeit dazu. Ja, so. Und dann verzeihen sie auch, dass es staubig ist oder der Fernseher so eine Schicht hat an Staub oder. Ja? Also wir können irgendwie damit offen umgehen, dass wir solche Bestätigungen brauchen. Weil die andere Person nicht unbedingt darauf geeilt ist, das festzustellen. Ne? Menschen zum Beispiel, die gar nicht wirklich schmecken können, was sie essen. Da gibt es auch mehr, als man so denkt. Ja? Während man selber sich so eine Mühe gegeben hat, mit mindestens 7 verschiedenen Gewürzen die Soße zu einem absoluten Spitzenprodukt zu machen. Und die andere Person, ist das so? Ne? Wenn man sich dann innerlich getroffen und zu kurz gekommen fühlt, kann ich das verstehen. Ja? Aber wir müssen uns wechselseitig darauf aufmerksam machen. Erst dann kann die andere Person in das System 2 gehen, ja, ihre Aufmerksamkeit nochmal besonders darauf richten. Und dann kann sie auch was dazu sagen.
aber von alleine jetzt nicht, weil jeder Mensch ist so anders als jede andere Person. Wir denken unterschiedlich, wir nehmen völlig andere Dinge wahr und den Fokus unserer Aufmerksamkeit gerät nur das, was uns im Moment interessiert. Ja? Ich will nur mal auf Denkprozesse zurückkommen. Auch die Gefahr hin, dass Sie das alles schon wissen. Sag ich es einfach nochmal. Also es gibt sehr viele verschiedene. Ich zähle sie jetzt einfach nur mal auf und dann gehe ich auf einzelne nochmal ein. Also es gibt zum Beispiel induktives und deduktives. Es gibt konvergentes und divergentes. Es gibt analysierendes, synthetisierendes, spekulatives, analoges, isolierendes, beziehungsorientiertes, stetiges, assoziatives, vernetztes, strukturierendes, systematisierendes und so weiter. Und amerikanische Wissenschaftler, allerdings ein bisschen unscharf voneinander, haben 66 verschiedene Arten des Denkens mal zusammengestellt. Ja, dem folge ich nicht. Ich denke, wir sind mit 10 verschiedenen Sorten gut bedient. Mehr brauchen wir vielleicht wirklich nicht. Die anderen kann man gar nicht mehr so genau unterscheiden. So. Aber wir lernen von klein auf nur ganz bestimmte Arten des Denkens überhaupt kennen. Ja? Gut, es ist wichtig, dass sie nacheinander kommen und sich auch nacheinander aufbauen. So als allererstes lernen wir induktives Denken. Induktives Denken bedeutet, dass ich eine Erfahrung mache, ich fasse zum Beispiel in eine Kerze, verbrenne mir die Finger und weiß von jetzt an, alles, was irgendwie nach Feuer aussieht, tut weh. Ja? Ich verallgemeinere es. Das ist das Denken, was Kinder besonders gut brauchen. Aber wenn wir das als Erwachsene überwiegend verwenden, dann kann es Konsequenzen haben, die nicht so günstig sind. Also zum Beispiel, wenn man eine negative Erfahrung gemacht hat, ja, indisches Restaurant oder griechisches Restaurant oder was auch immer, und das Essen hat nicht geschmeckt oder die Bedienung war nicht gut, ja, dann sagt man, ach, griechisches Essen ist immer so fett. Oder indisches ist immer so scharf. Oder in das Restaurant gehe ich nie wieder, da ist die Bedienung nicht nett. Dann hat man eine Einzelerfahrung verallgemeinert. Ja? So. Und wenn man das häufig macht, negative Erwartungen verallgemeinern, dann macht man seine eigene Wirklichkeit kleiner und ärmer. Weil man neue Erfahrungen überhaupt nicht mehr sich an Land ziehen kann. So, zwar ist das Schließen von einzelnen Ereignissen auf Verallgemeinerungen. Also zum Beispiel, der Krimi X und der Krimi Y waren spannend. Auf eine allgemeine Erkenntnis. Alle Krimis sind spannend. Nicht nur naheliegend, auch zulässig und so weiter. Und manchmal auch eben sehr wichtig. Aber für die Entwicklung von Mustern ist das induktive Denken absolut wichtig. Aber die Umkehrung gilt eben leider nicht. Oder Gott sei Dank nicht. Ja? Das heißt, die Verallgemeinerung, alle Krimis sind spannend, jetzt mithilfe deduktiven Denkens auf einen einzelnen Krimi angewendet, also vom Allgemeinen wieder zum Speziellen, das zieht häufig nicht, weil es gibt auch langweilige Krimis. So, das heißt, man kann nicht von einer Verallgemeinerung auf etwas Spezielles schließen. Na? Aber man kann etwas Spezielles verallgemeinern. Nur die Umkehrung gilt wieder nicht. Und diese Unterscheidung zwischen induktiven und deduktiven Denken ist eminent wichtig. Wie wir vielleicht wissen, im Zusammenhang mit all diesen Vorurteilen, die zurzeit hier in Deutschland, aber auch anderswo auf der Welt, sich breit machen. Da wird von einem Einzelereignis verallgemeinert und dann, aha, so ist es. Und dann von der Verallgemeinerung wieder auf einzelne Menschen zurückgeschlossen. Das ist nicht gültig, das geht nicht. Ja, und dazu muss man wissen, wie funktioniert induktives und deduktives Denken und sich damit beschäftigt haben. Und da können schon Kinder mit anfangen. Ja? Zwar wird zum Beispiel die Straße nass, wenn es regnet. Na? Aber wenn die Straße nass ist, muss es nicht geregnet haben. Es kann auch jemand mit dem Gartenschlauch da lang gegangen sein und die Straße nass gespritzt haben. Und so weiter und so weiter. Also, das heißt, die Umkehrung des induktiven Denkens, das deduktive Denken und die Überprüfung
von induktiven Schlussfolgerungen durch deduktives und vice versa ist eminent wichtig, weil das Induktive produziert unsere Muster. Ja? Aber wir müssen uns die Muster angucken und überprüfen, gilt denn dieses Muster, was aufgrund von Verallgemeinerung zustande gekommen ist, tatsächlich auf diesen speziellen Einzelfall? Die Frage ist wichtig, dass wir sie uns stellen. Wenn wir sie uns nicht stellen, dann machen wir unzulässige Verallgemeinerungen zu allgemeingültigen und handeln auf der Grundlage von Vorurteilen. Nicht sinnvoll. Aber in der Schule wird überwiegend nur die eine Sorte gelernt und nicht die Wechselwirkung zwischen beiden. Oder haben Sie andere Erfahrungen gemacht in der Schule? Ist irgendjemand, der eine Erfahrung gemacht hat, dass in der Schule beide, ich frage gleich nochmal, wenn es um konvergentes und divergentes Denken geht. Nach meinen Erfahrungen wird in der Schule konvergentes Denken gelernt. Das heißt, das Denken auf eine Lösung hin. Ja? 3 mal 3 ist 9. Eine Lösung. Ja? Und so gibt es natürlich ganz viele Aufgaben, muss ich nicht hier im Einzelnen drauf eingehen, aber das divergente Denken wäre anders. Da würde man zum Beispiel fragen, auf wie viele verschiedenen Arten kann man die Zahl 9 erzeugen? Also das ist 3 mal 3, ne? Aber auch 10 minus 1, 27 durch 3. So, das heißt, man kann eine Unmenge an Möglichkeiten zusammentragen und immer ist das Ergebnis 9. Ja? So, und das bedeutet, dass man in alle möglichen verschiedenen Richtungen denkt, um noch ein Ergebnis und noch ein Ergebnis zu finden. Das ist divergentes Denken. Divergentes Denken ist eminent wichtig für alle Arten von kreativem Handeln. Ja, aber es wird häufig nicht in der Schule im Zusammenhang mit Konvergenzen gelernt. Ja, wir lernen zwar häufig wenigstens addieren im Zusammenhang mit Subtrahieren, ja, aber auf der Ebene des Denkens lernen wir diese Art von Prozessen nicht deutlich mit. Oder hat jemand das so gelernt und hat das so vorgestellt gekriegt in irgendeiner Weise? Ich sehe schweigend, kein Nicken, kein... Ja? Das letzte habe ich jetzt nicht verstanden. Wir spezialisieren uns auf mehrere Lösungswege. Es wird gefragt, ob jemand auf eine andere Art. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Ne? Aber wird Ihnen auch gesagt, das eine ist divergentes Denken, das andere ist konvergentes Denken? Ne? Also ich lege im Moment gerade sehr viel Wert darauf, dass wir diese verschiedenen Arten des Denkens als solche, als Methode, ja, lernen und dann auch lernen, sie bewusst einzusetzen. So, dann gibt es natürlich alle diese anderen, ich glaube, ich muss nicht auf die eingehen, analysieren und synthetisieren. Sie wissen, was das ist. Ja? Wenn Sie Kuchen backen, synthetisieren Sie. Ne? Auch zum Beispiel, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie diese verschiedenen Prozesse in unseren Alltag hineinreichen und wie man deutlich machen kann, dass man sie alle braucht und dass das eine das Gegenteil vom anderen ist. Auf der Schule und in der Hochschule werden, wie gesagt, induktives und konvergentes Denken und analysierendes Denken bevorzugt. Alle anderen Denkweisen fallen irgendwie hinten runter. Sie werden nicht geübt, sie werden nicht ins Bewusstsein geholt, ihre Bedeutung wird nicht herausgestellt. Und das ist schade, weil die Ergebnisse sind eben leider dann ganz oft auch, dass man Vorurteile so übernimmt und nicht in der Lage ist, von Anfang an daran zu denken, dass sie ja nur aufgrund von induktivem Denken zustande gekommen sind und nun nochmal überprüft werden müssen, mit Hilfe von deduktiven. Ja, das wäre sinnvoll, sowas zu lernen. Wir können uns das natürlich immer noch später aneignen.
Aber solange wir einseitig bestimmte Denkarten bevorzugen, kommt es immer zu Verzerrungen und Verengungen in unserer eigenen persönlichen Wirklichkeit. Und diese eine Wirklichkeit, das ist die einzige, die wir haben. Jeder von Ihnen, jede von Ihnen lebt in ihrer eigenen Wirklichkeit. Eine andere hat sie nicht. Oder er nicht. Ja? So. Und wir können aber sehr aktiv dafür sorgen, sie zu erweitern, zu bereichern, zu verschönern oder sie zu verkleinern, zu verengen und hässlicher zu machen. Das geht schneller, als wir gucken können. Letzteres. So, und in dieser unserer eigenen Wirklichkeit handeln wir eben üblicherweise auf der Basis unserer geerbten, die gibt es nämlich auch, und unserer gelernten Routinen und Muster. Und eben viel automatischer, als wir das so glauben. Viele Untersuchungen weisen darauf hin, dass eine ganze Reihe von Entscheidungen ohne unser bewusstes Zutun von unserem Gehirn getroffen werden. Wenn Sie zum Beispiel in Bezug auf die Zeitverzögerung, wo unser Gehirn uns vormacht, wir hätten entschieden, während es bereits schon entschieden war, da gibt es eine Diskussion natürlich zu freier Wille, gibt es den oder gibt es den nicht. Ja? Da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen. Sie können bei Google einfach mal Forschungsergebnisse zu freier Wille eingeben. Da gibt es Artikel, Vorträge, Filme und es gibt auch einen Vortrag von mir auf YouTube zu dem Thema. Und inzwischen sind eben auch eine Reihe von solchen Mechanismen oder Mustern bekannt, die in unserem Gehirn unsere Wirklichkeit herstellen und damit unsere Interpretationen, unsere Bewertungen und unsere Handlungsimpulse automatisch produzieren. Und auf die will ich jetzt im Folgenden noch eingehen. Es gibt ein Buch, das ist ein Taschenbuch, da finden Sie etwa 50 solcher Einschränkungen, die mehr oder weniger unbewusst produziert werden, zusammengestellt. Das ist von David McRaney und heißt Ich denke, also irre ich. Ich fand das witzig. Ja, es gibt noch welche, die auf Englisch und so. Also es gibt inzwischen relativ viele Veröffentlichungen. Es gibt auch von NTV eine Sendung, also mehrfache Fortsetzungen, die heißt Brain Games. Ja, wenn Sie da mal reingucken wollen bei NTV, das ist interessant, spannend. Es ist ein bisschen sehr langatmig, ich habe viele Zauberkunststücke. Ja, weil Zauberer arbeiten genau damit, dass unsere Wahrnehmung eingeschränkt ist und wir manchmal nur so einen Tunnelblick haben. Und Sie werden es nicht glauben. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Da hat man auf einem Markt Leute hingeschickt, dass sie irgendwas kaufen. Oder sie haben überhaupt was gekauft. Und dann stand dann eine Frau oder ein Mann am Obststand und hat gesagt, ich möchte gerne ein Kilo Äpfel haben. Und eine junge Frau, ja, mit lockigem Haar und rote Bluse und so, sagt, ja, Augenblick bitte. Ja. Ich packe sie Ihnen ein, bückt sich, sodass man sie nicht mehr sehen konnte. Es erhob sich statt ihrer ein junger Mann, ja, mit blauem Pullover, und er sagt so, und hier sind Ihre Äpfel. Die Leute, die es gekauft haben, waren überhaupt nicht irritiert. Die wurden anschließend gefragt, sagen Sie, ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? Nee. Ja, was soll mir denn aufgefallen sein? Ja? So ist unsere Wahrnehmung. Wir nehmen nicht das wahr, was wahrnehmbar ist. Wir nehmen nur wahr, was wir wahrnehmen. Ja? Und da gibt es bestimmte Regeln, wo unsere Augen hingehen, nämlich da, wo Bewegung ist. Und alle solche Sachen werden von Zauberer natürlich verwendet. Der macht dann zum Beispiel, gucken Sie genau hin, ja, und dann macht er irgendwas anderes. Ne, und schon ist das Kunststück geglückt. Und anschließend steht man da und sagt, wie hat er das wohl gemacht? Insofern ist diese Sendung wirklich ganz sehenswert. Wenn Sie Zeit haben,
Die kann man ja im Internet im Nachhinein sich anklicken und dann mal angucken. Vielleicht macht es Ihnen Spaß. So, um nun auf diese Einschränkungen unseres Gehirns ein bisschen zu sprechen zu kommen, möchte ich Sie so einige erwähnen. Und eines der wichtigsten ist der sogenannte Bestätigungsfehler. Oder auch im Englischen heißt es Confirmation Bias. Das ist etwas, womit wir überhaupt nicht rechnen, was aber unsere Lernfähigkeit außerordentlich einschränkt. Nämlich, wir denken sehr leicht, dass unsere Welt so ist, wie wir sie uns vorstellen. Ja? Das liegt aber daran, dass wir häufig nur die Informationen, die unsere Annahmen, unsere Sichtweisen, unsere Schlussfolgerungen, unsere Werte und unsere Normen und so weiter bestätigen, aufnehmen. Alles andere wird vom Gehirn gleich aussortiert. Können Sie sich das vorstellen? Nein. Einfach aussortiert. Unser Gehirn will seine Ruhe haben. Unser Gehirn will nicht irritiert werden. Unser Gehirn will nicht unbedingt nochmal über etwas, was aus dem Rahmen fällt, nachdenken müssen. Kostet Energie. Ja, ökonomisch ist alles Irritierende, alles Neue, alles, was nicht zu dem passt, was wir schon wissen, auszugrenzen. Na? So, das passiert relativ automatisch. Aber wir machen es teilweise auch bewusst, wie Sie vielleicht an sich selber schon festgestellt haben. Wenn man dann sagt, ach, das ist mir zu kompliziert, dann macht man das bewusst. Oder, das finde ich zu traurig, wenn man es aus einer emotionalen Ablehnung heraus sich nicht damit beschäftigen will. Ja, das ist doch unnatürlich, das ist doch nicht normal. Und schon ist es weg. Ja? Da ist es zwar schon noch ins Bewusstsein gekommen, ne? Aber es wird dann anschließend weggetan. Und so halten wir unsere eigene kleine Wirklichkeit immer hübsch sauber und anständig und unirritiert. Ja? Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Weil wenn wir das nicht berücksichtigen, dann heißt das, langfristig lernen wir nicht wieder zu. Unsere Welt wird nicht größer, sondern kleiner. Und das ist natürlich schade. So, dann gibt es etwas, was ganz erschreckend war, als ich es gelesen habe, nämlich, das nennt man Normalitätsbias oder Normalitätsvorurteil. Das kann sogar dazu führen, dass Menschen in lebensbedrohlichen Situationen nicht versuchen, sich zu retten, sondern wie gelähmt alles über sich ergehen lassen. Und das tun, was sie normalerweise auch tun. Man weiß das aus Berichten aus New York von 9-11. Ja, als die Flugzeuge da in das Gebäude eingeflogen sind. Da haben manche Menschen gesagt, ach, ich muss noch sowieso anrufen. Ne? Ich muss noch den Computer ausstellen. Ich muss noch mit aufräumen. Das heißt, sie haben versucht, alles so normal, wie es nur irgend geht, zu halten in ihrem eigenen Bewusstsein und haben dadurch viel Zeit verloren, die bei manchen dann auch tödlich geendet hat. Ähnliches haben Passagiere aus Flugzeugen berichtet, wo es darum ging, möglichst schnell aus dem Flugzeug rauszukommen, wo andere dann gesagt haben, ja, und wo ist meine Tasche? Also es ist erschreckend, also ich habe mich wirklich sehr erschreckt, dass das so weit gehen kann, dass wir so radikal auf unserer Normalität bestehen können, ja, dass unser Leben dadurch in Gefahr gerät. Das ist gleichzeitig allerdings auch wichtig, dass es dieses Normalitätsvorurteil gibt. Ja? Weil
eine neue Situation wird so schnell wie möglich in eine normale Situation überführt. Denn nur dann werden im nächsten Schritt die Abweichungen von der Normalität überhaupt wieder wahrnehmbar. Ist das verständlich? Ja, also wenn eine neue Situation da ist und die bleibt neu und neu und neu und neu, ja, dann ist kein Raum mehr, dann, wenn noch was passiert. Das heißt, ich muss gucken, dass ich diese neue Situation möglichst schnell zu einer normalen mache, damit ich in der Lage bin, das, was dann noch passieren könnte, überhaupt zu verarbeiten. Insofern haben viele dieser Vorurteile oder Fehler, Bestätigungsfehler oder dieser Bias, wie es dann genannt wird, haben sozusagen zwei Seiten. Eine wichtige, konstruktive, positive und eine, die eben auch gefährlich sein kann. Ja? Und im Zweifelsfall ist man gut beraten, sich klarzumachen, ach, das kann alles passieren und deswegen passe ich auf mich ein bisschen auf. Und auf mein Gehirn und seine Gedanken und was es so einfach für mich entscheidet. Weil es wird immer deutlicher, dass es sowas gibt wie Mind over Mind. Ja, das ist Bewusstsein über dem Bewusstsein. Und das Bewusstsein über dem Bewusstsein kann materielle Folgen haben. Das weiß man aus der Placebo-Forschung. Das ist nicht einfach nur eine Einbildung, sondern da gibt es tatsächlich materielle Veränderungen in der Produktion zum Beispiel von Morphin oder Endorphinen im Gehirn, sodass die Schmerzreduktion durch ein Placebo nicht nur eine Einbildung ist, sondern es gibt dann tatsächlich schmerzstillende Substanzen im Gehirn, die das Gehirn selbst hergestellt hat, in verstärkter Weise, sodass tatsächlich der nachlassende Schmerz auf reale schmerzstillende Substanzen im Gehirn zurückzuführen ist. Also es ist nicht nur irgendwie eine hysterische, ausgedachte Reaktion, sondern es hat Hand und Fuß. Und das heißt, unsere Gedanken haben mehr Einfluss auf uns, als wir so denken. Ich komme auf manches noch zu sprechen. Also, dann gibt es das, was man das Autoritätsargument nennt. Also wenn Sie mich hier als Autorität ansehen, ja, dann heißt das, dass Sie meinen Argumenten mehr Grund zuweisen, ja, mehr Wahrheit zuweisen, als vielleicht Ihrer Freundin oder Ihrem Nachbarn. Kann sehr gefährlich sein, ja, weil Autoritäten sind auch nur Menschen. Ja? Das heißt nicht, dass sie was besser wissen. Haben vielleicht 3 Bücher mehr gelesen oder 4. Ne? Aber was Sie und Ihr Leben anbetrifft, sind Sie die Experten und bleiben es auch immer. Ja? Und diese Autonomie sollten Sie niemals aufgeben. Aber es wird sehr schnell gemacht. Das nennt man das Autoritätsargument. Diese Tendenz, also das Autoritätsargument, zu verwenden, wird dadurch unterstützt, dass wir ständig nach Erklärungen für die uns umgebenden Phänomene oder Ereignisse suchen. Wir können Unbestimmtheit und offene Gestalten kaum ertragen. Das kennen Sie vielleicht von Denksportaufgaben. Ja? Wenn jemand Ihnen eine Denksportaufgabe gibt und Sie kommen nicht drauf und kommen nicht drauf, das sitzt Ihnen, ne? Im Gehirn und sie denken, verflucht. Ja, so. Oder irgendwas, sonst was Unerledigtes. Ne? Das hält einen im Bann, wenn man nicht trainiert ist und es wirklich beiseite tun kann. So, und wenn wir ein Phänomen beobachten, dann wollen wir eine Erklärung haben. Ja? Und wir finden eine, weil wir sowas haben wie das Interpretiermodul in unserer linken Gehirnhälfte. Dieses Modul versorgt uns ständig mit sehr interessanten Erklärungen. Ja? Oh Gott, warum bin ich heute so erschöpft? Ja, wahrscheinlich, weil dieser ganze Krach am Wochenende mit der ganzen Familie mich so alle gemacht hat. Schon hat man eine Erklärung. Hm? Schon ist man wieder zufrieden. Ja? Oder Kopfschmerzen, weil ich Rotwein getrunken habe gestern. Bekommt mir einfach nicht. Ne? Und schon fängt man an, kein Rotwein mehr zu trinken. Ist gar nicht gesagt, dass es der Rotwein war.
Wir wissen es nicht. Aber unser Interpretiermodul versorgt uns mit Erklärungen, sodass wir dann eine Ursache haben und eine Wirkung. Nur für selbstorganisierende Systeme, wie wir es sind und jedes Lebewesen es ist, ist die Verbindung zwischen Ursachen und Wirkungen aufgehoben. Wir können das nicht mehr herstellen. Wir wissen es nicht, was es wirklich gewesen ist, weil diese Systeme zu komplex sind. Ja, man kann, bei Maschinen kann man das machen. Ja, warum ist das Auto nicht angesprungen? Weil. Ja, und dann wird es repariert und dann ist gut und dann springt es wieder an. Bei Lebewesen ist das nicht so. Wir können es nicht wissen. Aber wir können uns natürlich trotzdem den Luxus einer Erklärung leisten, wenn wir wissen, dass sie nicht unbedingt stimmen müssen. Ne? So, wie gesagt, die Ursachen- und Wirkungskombinationen sind nicht mehr möglich. Und Sie wissen das auch alle. Sie haben alle schon mal die Merkzettel gelesen, ne? In den Medikamentenschachteln. Manche Leute nehmen dann keine Tabletten mehr, wenn sie gelesen haben, was da so alles steht. Ja? Da steht dann zum Beispiel, bei einem von zehn tritt die und die Nebenwirkung auf. Wir haben es schwer mit Wahrscheinlichkeiten. Ja? Es sagt gar nichts. Das sagt wirklich nicht viel aus. Es können 100 Leute ja, sich treffen und sagen, nee. Ja, hatte ich nicht. Ja? Weil statistische Aussagen gelten nur für ganz große Zahlen. Ja? Und bei einer von 10, das ist so wie 100 von 1000. Da kann man sich vorstellen, da gibt es 900, die diese Nebenwirkungen nicht haben. Ja? Aber dieses einer von 10, das liegt so nah. Oh Gott, einer von 10. Da gucke ich mich um, sehe ich noch 9 andere Leute, der einen von denen wird es wohl treffen. Ja? Ist nicht wahr. Na? Wie gesagt, wir haben mit Statistik nicht viel im Sinn, aber wir wollen Erklärungen haben. Ja? Und diese Erklärungen, selbst wenn sie statistischer Art sind, ja, nehmen wir und sind erstmal zufrieden. Oder wir glauben an höchst unwahrscheinliche oder auch an übersinnliche Erklärungen. Das gibt es auch. Weil wir und unser Gehirn ist in der Lage, Muster zu erkennen, wo es auch gar keine gibt. Eins davon ist der sogenannte Zielscheibenfehler. Das fand ich interessant. Stellen Sie sich vor, Sie schießen 100 Mal auf ein Scheunentor. Alles zufällige Treffer. Aber dann nehmen Sie eine Zielscheibe und tun Sie genau dahin, wo die meisten Treffer sind. Na? So, dann ist die Erklärung fertig. Das nennt man den sogenannten Zielscheibenfehler. Es ist einfach nur eine zufällige Häufung. Sagt überhaupt nichts aus. Aber wir benutzen es für Erklärungen. Es gibt noch einen Fehler, in Anführungsstrichen, etwas, was unser Gehirn macht. Das nennt sich Affektheuristik. Das heißt, unsere Denkprozesse und damit auch unsere Erkenntnisprozesse sind sehr abhängig davon, wie wir uns gerade fühlen. Ja, normalerweise denken wir können denken rational und, ja, ist nicht der Fall. Tun wir nicht. Also Menschen wurden zum Beispiel vor die Wahl gestellt, aus einer kleinen Schale oder einer großen Schale rote Geleebonbons rauszusuchen. Für jedes rote Geleebonbon kriegt sie anschließend $1. Bei der kleinen Schale stand 10% Erfolg. Auf der großen stand 7% Erfolg. Was meinen Sie, wo die meisten Leute hingegriffen haben? Nicht da, wo sie 10%ige Erfolgswahrscheinlichkeit hatten, in die kleine, nein, in die große. Weil sie gefühlsmäßig reagiert haben und nicht auf die Angabe der offensichtlich vorhandenen roten Geleebonbons, die in der kleinen Schale waren, ja, und die zu 10% Erfolg hätten führen können. Sie nehmen die große. Das ist, sage ich, eine Affektheuristik.
eine Schlussfolgerung aufgrund einer emotionalen Einschätzung. Aber diese Affektheuristik ist immens wichtig, weil sie ermöglicht uns blitzschnell zu unterscheiden zwischen angenehm, unangenehm, positiv, negativ, gut, schlecht, gefährlich, ungefährlich. Ja, es geht ganz schnell. Und das brauchen wir. Ja? Aber wenn man in manchen Fällen, wenn man dann nicht nochmal nachdenkt und nochmal überprüft, dann ist man das Opfer seiner eigenen Affektheuristik geworden. Diese mit der Affektheuristik verbundene Fähigkeit, blitzschnelle Entscheidungen zu treffen und ohne langes Nachdenken auf potenzielle Risiken zu reagieren, ist in vielen Fällen sehr, sehr wichtig. Aber wenn es sich nicht gerade um eine lebensbedrohliche Situation handelt, dann ist es sinnvoll, nochmal nachzudenken. Und dann gibt es noch etwas, was wir auch alle machen, wo wir uns überhaupt nicht zunächst mal vor schützen können. Das ist der sogenannte Fehlinformationseffekt. Wir glauben, wir können uns immer so gut erinnern. Ja? Aber es scheint so zu sein, dass unsere Erinnerungen immer wieder neu hergestellt werden. Ja, wir haben Erinnerungen nicht gespeichert wie ein Film, den wir dann nur mal so abspielen können, sondern dieser Film wird immer neu hergestellt. Und das ist der Fehlinformationseffekt, dass wir denken, wir haben können etwas, woran wir uns erinnern, objektiv in Anführungsstrichen wiedergeben. Und das, denke ich, ist wichtig in Gesprächen mit anderen zu berücksichtigen, dass Erinnerungen unvollständig und veränderlich sind. Es lohnt sich überhaupt nicht, darüber zu streiten, wie es angeblich wirklich gewesen ist. Jeder Mensch konstruiert sich bewusst und unbewusst in radikaler Wechselwirkung mit seiner Umwelt immer wieder neu seine eigene Wirklichkeit. Und er kann auch nur in seiner eigenen Wirklichkeit leben. Allerdings ist diese Wirklichkeit häufig nur schwer aufrechtzuerhalten, nämlich genau dann, wenn andere Menschen versuchen, uns dazu zu bringen, etwas Bestimmtes zu tun und zu lassen und uns an ihre bzw. bestimmte soziale und gesellschaftliche Erwartungen anzupassen. Anders ausgedrückt, uns konform zu verhalten. In diesem Sinne entspricht Konformität einer starken Kraft. Mit deren Hilfe sollen Menschen dazu gebracht werden, die Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe über ihre eigenen Entscheidungen zu stellen. Wir können das überall auf der ganzen Welt beobachten, zurzeit nochmal ganz verstärkt und unter für manche Menschen teilweise lebensbedrohlichen Umständen. Aber es sind auch ganz viele Versuche gemacht worden, schon seit Jahrzehnten, ja, unter anderem das Milgram-Experiment, können Sie bei Wikipedia nachgucken. Da sind Menschen aufgrund des Autoritätsdrucks von einzelnen Wissenschaftlern dazu gebracht worden, Menschen elektrische Schläge zu versetzen, weil man ihnen gesagt hat, sie müssten das machen, damit ein Experiment, wie Menschen lernen unter Bestrafung, wissenschaftlich erfolgreich durchgeführt werden kann. Es waren alles Schauspieler, also nicht einer hat da wirklich einen Stromschlag gekriegt. Ja. Aber die Wissenschaftler waren hinterher erschrocken darüber, wie viele Menschen doch aufgrund der sehr autoritären Ansage des einen Wissenschaftlers, sie müssen jetzt drücken, ja, dann tatsächlich den Knopf gedrückt haben, dem Schauspieler dann einen elektrischen Schlag versetzt hat. Die haben geschrien, die haben geweint, die haben gebeten und gebettelt. Ja? Und trotzdem wurde das Experiment weitergemacht und die Menschen haben gehorcht. Und das hat man dann verwendet, um zu erklären, warum zum Beispiel während des Nationalsozialismus dann so viele Menschen so gehorsam
den Autoritäten gehorcht haben. Solche Experimente sind in anderer Form, also dieses ist mehrfach wiederholt worden, auch in Deutschland. Und dann sind andere gemacht worden, zum Beispiel das Stanford-Gefängnisexperiment. Ich finde alle diese Versuche absolut sadistisch. Ich lehne sie total ab, weil inzwischen schon lange bekannt ist, dass diejenigen Menschen, die in dem ursprünglichen Milgram-Experiment tatsächlich aufgrund des Druckes der wissenschaftlichen Autoritätspersonen die tödlichen elektrischen Schläge verteilt haben, dass die posttraumatische Erscheinungen hatten. Ja? Noch Jahrzehnte danach haben die darunter gelitten und konnten nicht damit leben, dass sie selber zu so etwas fähig gewesen sind, quasi auf Befehl einen anderen Menschen zu töten. Weil zu dem Zeitpunkt wussten sie ja nicht, dass es nur Schauspieler waren. Ja? Also solche Experimente finde ich nur wirklich widerlich. Ja? Und in abgeschwächter Form werden sie heute immer noch gemacht. Jetzt, letztes Jahr gab es dann einen Versuch mit Mäusen. Da konnten Studenten, 1000 Studenten konnten entscheiden, ob sie für 5 oder 10 oder 20 Euro jeweils ja einer Maus das Leben schenken oder sie qualvoll 10 Minuten lang ja, unter Gas einflößen, also in den Käfig wurde ein Gas eingeführt, verenden lassen konnten. Und dann waren die Wissenschaftler, sieh mal einer, guck, wieder sehr erstaunt, dass es wieder Menschen gab, die gehorcht haben. Oder die, weil die anderen sich das Geld eingesteckt haben, haben gesagt, auch wenn die das machen, mache ich das auch. Eine große Anzahl. In dem Buch, was da draußen liegt, da habe ich das beschrieben. Ja, ich bin im Grunde empört, weil Wissenschaftler könnten das schon lange wissen. Sie wissen warum, weil wir müssen nur in die Geschichte gucken, wie schnell das geht, dass Konformitätsdruck dazu führt, dass Menschen die furchtbarsten Dinge machen, nur um aus dem sozialen Verbund nicht rauszufallen. Und inzwischen hat es ein paar Versuche gegeben, wo man Menschen unter dieses FMRT-Gerät, ne, diese Magnetresonanztomographen gelegt hat und sie in eine Entscheidung gesetzt haben, also entweder sie sozusagen behalten ihre individuelle Ansicht, ja, und fallen dann aus der sozialen Gemeinschaft mehr oder weniger raus, oder sie passen sich an. Und da hat man festgestellt, dass ein wesentlicher Teil im Innern des Gehirns, der für Entscheidungen zutreffend zuständig ist, sich offensichtlich inaktiviert. Die vorsichtige Einschätzung dieser Ergebnisse heißt, dass unser Gehirn uns eher dazu bringt, uns den sozialen Erwartungen zu unterwerfen, ja, und damit weiterhin zur sozialen Gemeinschaft zu gehören, als unabhängig und allein das zu vertreten, was wir persönlich für richtig halten. Das fand ich sehr erschreckend einerseits. Andererseits finde ich es sehr wichtig, dass man das weiß, wie schwer es ist, sich dem Konformitätsdruck zu entziehen. Dass es aber möglich ist, das will ich doch auch ganz deutlich sagen. Aber es ist schwer. Dass das Gehirn so sich verhält, liegt möglicherweise daran, dass vor vielen, zig, zehntausenden von Jahren der Ausschluss aus der sozialen Gemeinschaft den sicheren Tod bedeutet hat. Ja? Heute nicht mehr. Aber unser Gehirn lernt nicht so schnell fundamentale Sachen dazu, ja? Sondern handelt vielleicht immer noch aufgrund der Tatsache, die über, ich weiß nicht wie viele zig, zehntausenden von Jahren, ja, dringend erforderlich war, dass man eher sich unterwirft und zu Kreuze kriecht, ja, als dass man seine Individualität behauptet, weil das hätte den Tod des Individuums bedeutet. Und unser Gehirn ist auf Überleben eingerichtet. Ja. Darauf können Sie sich immer verlassen. Ihr Gehirn will, dass Sie überleben. Ich freue mich da immer drüber.
Ja, es ist irgendwie tröstlich, ja, dass die Maßnahmen, die da getroffen werden, selbst wenn sie so getroffen werden, dass ich es nicht mitkriege, ne, weil nicht alles können wir mitkriegen, ja, sie sind einfach immer um das Beste, nämlich mein Überleben zu sichern. Das kann man eigentlich nett finden. Ne? Das muss es aber nicht daran hindern, trotzdem nachzuforschen, ja, was macht das denn so? Ja, und es gibt ja inzwischen, wie gesagt, eine Reihe von Hinweisen. So, auch heutzutage brauchen wir natürlich die Bereitschaft, uns an die Erwartungen der uns umgebenden Welt einerseits anzupassen, sonst kriegen wir Schwierigkeiten. Ja? Manche Leute sind dafür in die Psychiatrie gekommen, heute nicht mehr so schnell, aber noch vor 50 oder 100 Jahren ging das sehr schnell, wenn man sich ein bisschen anders verhalten hat. Ja? Oder Kinder sind in Heime gekommen, ja? Wie wir heute noch wissen. Also es hat häufig sehr unangenehme Konsequenzen, wenn man also sich ein bisschen anders verhält, als die gewohnt, als Menschen gewohnt sind. Aber zu viel Unterwerfung ist natürlich auch nicht gut für unsere individuelle Entwicklung. Aber es ist eben nicht nur unser Gehirn alleine, sondern alles, was zu uns gehört, daran beteiligt, ja, diese einzigartige persönliche Wirklichkeit herzustellen. Und vieles davon hat auch Auswirkungen wieder auf die Entscheidungen, die in unserem Gehirn getroffen werden, ohne dass wir das mitkriegen. Ja? Wir nehmen nämlich Dinge und Prozesse nicht nur mental auf, über Gedanken, sondern auch auf eine sinnliche, körperliche und emotionale Art und Weise. Na, Sie wissen das, ein Gegenstand kann schwer sein oder leicht, ja? Wie eine Prüfung oder eine Stimme kann warm klingen, eine Farbe eine warme Qualität haben und so weiter und so weiter. Nehmen wir in einem Bereich etwas als hart, warm, weich, angenehm, kalt oder so weiter wahr, dann übertragen wir das leicht auf andere Bereiche. Und das beeinflusst dann unsere Entscheidungen und unsere Einschätzungen. Ja? Also Aufgaben, die auf einem schweren Brett, Klemmbrett, geschrieben waren, die wurden als schwerer wahrgenommen, als die auf einem leichten Klemmbrett. Solche merkwürdigen Sachen können da passieren. Ja? Also es gibt ganz viele solcher experimentellen Forschungen, über die dann berichtet wird, hier und da. Ja, und es wird immer irgendwie deutlich, dass unsere ganze Umwelt daran beteiligt ist, wie wir etwas wahrnehmen. Die Wissenschaftler nennen das Embodied Cognition, ja, verkörperte Kognition. Und das ähnelt im Grunde auch diesen Prozessen beim Priming. Bei der Embodied Cognition sind es innere Prozesse, die einen Einfluss haben, und beim Priming sind es äußere, die wir wahrnehmen und dann Gesundheit und dann entsprechend interpretieren. Und Werbepsychologen kennen sich mit diesen Priming-Prozessen besonders gut aus. Wir haben bloß manchmal den Eindruck, oder sehr häufig den Eindruck, wir seien rational und überlegt, wüssten ganz genau, was wir tun und was wir nicht tun. Wir könnten ganz genau wahrnehmen, was sich um uns herum abspielt. Wir würden unsere Entscheidungen wohl überlegt und fundiert treffen, aber nichts davon stimmt. Alle diese Prozesse laufen überwiegend ohne unsere bewusste Kontrolle ab. Und sie werden in Bezug auf ihre Ergebnisse aus sehr komplexen Quellen gespeist. Wie zum Beispiel, wie schwer sich so ein Brett anfühlt. Das bedeutet, dass wir in vielen Fällen eben auch durch bewusstes Nachdenken nicht mehr herausfinden können, warum wir etwas getan haben. Die Warum-Frage ist im Allgemeinen, weil es viel zu komplex ist, nicht zu beantworten. Es lohnt sich nicht, die Warum-Frage zu stellen, in dem Sinne. Ja? Es lohnt sich, die Frage zu stellen, gefällt mir das, was gerade ist? Will ich es vielleicht anders machen? Und wie kriege ich es hin, dass es anders wird? Das sind sehr sinnvolle Fragen. Alles andere ist nur irgendwie ausgedacht. Also die Warum-Frage. Ja?
weil es einfach zu viele Antwortmöglichkeiten gibt. Wenn es einem Spaß macht, dann kann man das machen. Wenn man einen Roman schreiben will, wunderbar, ja? Aber wenn es einem darum geht, die Qualität des eigenen Lebens zu verbessern, dann ist es nicht sinnvoll. Ne? Dann ist es sinnvoller, sich zu fragen, was möchte ich denn und wie komme ich dahin? Wir haben aber sozusagen, ich will nochmal die Möglichkeiten, wie wir uns um Bewusstheit bemühen können, will ich nochmal zusammenstellen. Also, wenn wir uns klar machen, dass alle unsere schnellen Einschätzungen aus dem System 1 stammen, das heißt aus Routine, dann können wir in den Modus 2 des Nachdenkens gehen und fragen, will ich das wirklich? Denke ich das wirklich? Brauche ich das wirklich? Ne? Das einfach nochmal wiederholen. Oder wenn wir uns daran erinnern, dass es diesen Fehlinformationseffekt gibt, nämlich, dass unsere Erinnerungen veränderlich sind. Will ich mich dann mit meinen Freunden, Freundinnen, Partnern, Kindern und so streiten, wie etwas angeblich wirklich gewesen ist? Nein. Dann kann ich sagen, du erinnerst dich so, ich erinnere mich so. Verschieden. Okay, ja, okay. Worum geht es eigentlich? Was ist das Problem? Das ist eine andere Frage. Oder wenn wir uns bewusst halten, dass das, was wir wahrnehmen, nur das ist, worauf unsere momentane Aufmerksamkeit gerichtet ist. Und ist die momentane Aufmerksamkeit zum Beispiel auf innere Denkprozesse gerichtet, dann fällt einem in der Außenwelt meist überhaupt nichts wirklich auf. Selektive Wahrnehmung, ja. Dann werfen wir uns bitte auch nicht mehr vor, dass jemand etwas nicht gesehen oder nicht gehört hat. Er hat es nicht gesehen und er hat es nicht gehört. Na, so what? Ne? Hättest du doch wissen müssen, hättest du doch sehen müssen, hättest du doch, habe ich dir doch gesagt, du hörst mir aber auch nie zu. Ja, das sind sinnlose Auseinandersetzungen. Ne? Wenn jemand nicht zugehört hat, weil er nicht zuhören konnte, dann kann man sagen, okay, ich sag's nochmal. Dann wiederholt man das. Oder man macht aufmerksam. Aber wie oft gibt es diese Streiterei? Die Ampel war rot. Nein, die war grün. Nein. Ne? Und so weiter. Sie kennen das ja. Ne? Es lohnt sich nicht. In der Wirklichkeit der einen Person war sie grün, in der Wirklichkeit der anderen Person war sie rot. Weil der Zeitfaktor spielt natürlich auch noch eine Rolle. Also wir haben diesen Tunnelblick. Wir nehmen nur das wahr, was wir wahrnehmen können. Und alles andere ist von Person zu Person wirklich verschieden. Und es lohnt sich nicht, darum zu streiten. Wenn wir uns das bewusst machen, dass jeder von uns in einer eigenen Wirklichkeit lebt, dann könnten wir neugierig sein und sagen, wie sieht denn deine aus? Ja? Und vieles davon ist so, dass wir uns brauchen. Weil in der Wirklichkeit der einen Person kommt etwas, was in der anderen Wirklichkeit vorkommt, manchmal nicht vor. Also, ich erzähle mal ein Beispiel. Wenn zu dem Muster einer Person gehört, ich muss das aushalten, sozusagen, ich muss da durch, ja, hat man meistens als Kind schon gelernt, dann kommen dieser Person Erleichterungen im Alltag überhaupt nicht in den Sinn. Es fällt nicht auf. Ja, sie wird nicht auf die Idee kommen, den Laptop draußen auf der Terrasse wegen der großen Helligkeit in zum Beispiel einen Karton zu tun. Ne? Selbst wenn sie das kennt von anderen Ereignissen. Weil ihr Gehirn darauf getrimmt ist, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann muss man da durch. So, jetzt kommt eine andere Person, die hat ein anderes Muster. Die hat das Muster, wenn es Schwierigkeiten gibt, soll jemand das für mich lösen. Ja? Oder wenn es Schwierigkeiten gibt, ja, her mit den Schwierigkeiten, ich finde die Auswege. Ne? So, na, die beiden ergänzen sich natürlich dann wunderbar. Ne? Und so brauchen wir unsere Verschiedenartigkeit, ja, auf vielfältige Weise, um überhaupt unsere eigene Wirklichkeit entsprechend immer erweitern zu können. Ja. So, ich will jetzt zum Abschluss dieses Vortrags
damit wir auch ein bisschen Zeit zum Diskutieren haben, auf das Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung oder auf das Als-Ob-Prinzip zu sprechen kommen. Also das Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung ist schon lange bekannt. Darin steckt die Erfahrung, dass wir unsere Erwartungen in starkem Maße beeinflussen können. Also, viele verschiedene Untersuchungen haben diesen Effekt bestätigt. Kann man auch im Internet unter Rosenthal oder Pygmalion-Effekt, haben Sie vielleicht den Namen auch schon gehört, nachlesen. Das bedeutet, dass man zum Beispiel, wenn man einer Person zutraut, du schaffst das, ja, ich traue dir zu, dass du das hinkriegst, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Person es hinkriegt, während wenn man sagt, also ich glaube nicht, dass du das hinkriegst, ja, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit. Selbsterfüllende Prophezeiungen unter dem Aspekt, dass die betreffende Person dann das selbst auch glaubt. Ich schaffe es tatsächlich nicht oder ich schaffe es doch. Ja, das ist nicht kein Automatismus, sondern es ist ein Prozess der Wechselwirkung. Und wegen dieses Phänomens, der Wechselwirkung von Erwartungen, können wir die Beziehungen zu uns selbst und die Beziehungen zwischen uns und anderen Menschen in gewisser Weise beeinflussen, es versuchen zu beeinflussen. Das heißt, wir können Wahrscheinlichkeiten, dass wir erreichen, was wir wollen, vergrößern. Wir haben nicht die Kontrolle, aber wir können Wahrscheinlichkeiten vergrößern. Das Einzige, was wir dazu brauchen, ist unsere bewusste Wahrnehmung, unsere Fähigkeit nachzudenken und den Kontakt zu unseren Bedürfnissen und Intentionen, also was wir wollen. Mehr brauchen wir nicht. Und insofern sind wir biologisch wunderbar ausgestattet, ja, für diesen Prozess der selbsterfüllenden Prophezeiung. Es gibt eine Reihe interessanter Experimente dazu, wie man selber aktiv versuchen kann, in diese Prozesse, Wechselwirkungsprozesse, zu eigenen Gunsten einzugreifen. Und die meisten kennen auch schon welche. Sie wissen, wenn sie selber lächeln. Ja, lächeln Sie doch mal. Die Stimmung, innere Stimmung steigt. Richtig? Ne, man fühlt sich irgendwie ein bisschen besser. So, das heißt, wenn man gute Laune hat, lächelt man. Aber wenn man lächelt, kriegt man gute Laune. So, das ist die Wechselwirkung. Ja? So, diese Art von Wechselwirkung, die können wir benutzen. Das liegt an den Simulationen unserer Spiegelneuronen, die auch eintritt dann, wenn jemand uns anlächelt. Na, dann können wir das bewusst wahrnehmen, denn na, kann ich meine Simulation in mir spüren. Ich kriege schon richtig gute Laune, wenn jemand mich anlächelt. Vielen Dank. Ja, so, und das heißt, so kann das dann hin und her gehen und Dankeschön. So, ja, und trägt dann zum eigenen Wohlbefinden bei, wechselseitig. Ja, das ist was ganz Tolles. Das heißt, wir können das in Gang setzen, wenn wir aufmerksam damit umgehen. Ich weiß nicht, bei einem der letzten Vorträge habe ich das mal erzählt, in einer Zeit, in der es mir sehr schlecht ging, habe ich dann einfach die Wohnung verlassen, habe mich vor Karstadt in der Rheinstraße vor die Tür, die Eingangs, ne, gestellt. Und habe Leute, die rausgekommen sind, angelächelt. Von 10 haben etwa 8 zurückgelächelt. Andere Leute haben mich angeguckt. Ne? So. Aber wenn bei 8 ungefähr, ja, hatte ich dann genug Freundlichkeit, Zuwendung eingesammelt, dass es mir wieder besser ging. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Ich mache das auch heute noch. Ich kann ja schlecht laufen, also insofern komme ich nicht so häufig vor die Tür. Ja? Aber ich setze es gezielt in Gang. Ja? Wenn ich mal draußen bin, dann kommt da ein Herr oder eine Dame mit einem kleinen Hund. Hm? Ich lächle den Hund an. Ich lächle den Besitzer an. Ich sage, was für ein süßer Hund. Dann lächelt mich der Besitzer an. Ich denke, oh, schön. Ja?
Wir sind alles Egoisten. Wir wollen alle Bedürfnisbefriedigung haben. Wir können das ruhig eingestehen. Weil das Leben wird viel einfacher, wenn wir dazu stehen, dass wir erstens bedürftig sind, ja, und dass wir unsere Wünsche erfüllt kriegen wollen. Allerdings ist es nicht sinnvoll, darauf zu warten, dass die anderen es tun. Und dann vor allen Dingen die Wünsche nicht mal auszusprechen, sondern zu hoffen, dass die andere Person das rät. Na? Die raten es nicht, deren Gehirn ist mit anderen Sachen beschäftigt. Es ist wichtig, es selber auszusprechen und dann dafür zu sorgen, dass wir es kriegen. Na? Und zum Schluss bedankt man sich und sagt, vielen Dank, schönen Tag noch, ja wunderbar. Ja? Ja. Wir haben viele Möglichkeiten, in irgendeiner Weise gut für uns zu sorgen, selbst wenn unser Gehirn uns keine Kontrolle über uns wirklich ermöglicht, sondern ganz viel von alleine erledigt. Ja? Können wir die Wechselwirkung, die radikale Wechselwirkung, die automatisch ständig stattfindet, für uns nutzen? Zum Beispiel, die Art, wie eine Person spricht, ja, wirkt sich sofort auf die eigene Verfassung aus, der Person, die spricht, aber auch auf die, die ihr zuhört. Wenn ich also anfange, hier so ganz klagend zu sprechen und so energielos, ja, sie angucke und sage, wissen Sie, das Leben ist doch eigentlich wunderbar. Na, Sie würden es mir nicht glauben, ne? So, ich selber aber gerade, wenn ich so spreche, in eine schlechte Verfassung, ganz klar. Ne? So, wenn Sie selber so sprechen, geraten Sie auch in eine schlechte Verfassung. Also die Frage ist, wie möchten Sie sprechen, um in eine gute Verfassung zu kommen? Ne? Eine Freundin von mir hat so ein Institut, da kann man sprechen lernen, ne? In Kontakt zu mit seinen Gefühlen zu sein. Ne? Wer sich dafür interessiert, kann sich bei mir irgendwie melden und dann kann ich die Adresse weitergeben. Für Lehrer sehr wichtig, zum Beispiel. Ja? Aber es ist eben nicht nur die Art des Sprechens, sondern auch die Art des sich Bewegens. Da gibt es Versuche, wo habe ich denn das? Das ist ja auf der nächsten Seite schon. Egal. Jedenfalls hat da eine amerikanische Psychologin, Sarah Snodgrass von der Florida Atlantic University, die machen viele solcher Versuche da, hat da Menschen auf unterschiedliche Art und Weise gehen lassen. Die Striders, die sind sozusagen mit großen Schritten und schwingenden Armen, ja, sind die da so den Flur lang gegangen. Dann wurden sie vorher und nachher gefragt, wie sie sich fühlen. Und die Schafflers, die mussten mit schlurfenden Schritten, ja, gesenkten Schultern, auf den Boden guckend, ja, den Flur lang schlurfen. Ja, die haben sich hinterher richtig beschissen gefühlt. Ja, ja. Sie können alle mit sich selbst ausprobieren. Ja. Welches Gehen tut mir gut? Welche Körperhaltung tut mir gut? Welche Stimmlage, welches Sprechen tut mir gut? Ja? Und dann fangen Sie an, das für sich so irgendwie in Gang zu setzen, durch Ihre bewusste Wahrnehmung. Ich habe zum Beispiel, ich bin Kriegskind, ich habe immer noch eine Haltung, ganz schnell, die ist so. Ja? Mein Nacken dankt es mir ganz außerordentlich, in schöner Regelmäßigkeit. Ja? Ich merke es, es tut mir nicht gut. Aber es ist ein unbewusster Prozess. Ja? Ich weiß es, und das heißt, in schöner Regelmäßigkeit versuche ich mich daran zu erinnern, dass ich eine andere Körperhaltung einnehme. Wissen Sie? So, gucken Sie mal, was mache ich gewohnheitsmäßig? Weil das ist das, was Ihr Gehirn aufgrund der Routinen aus dem System 1 mit Ihnen macht. Das sind nicht Sie selbst. Das wird dann mit Ihnen gemacht, weil man es sich irgendwann angewöhnt hat. Ja? Schultern hochgezogen, Schultern zusammenziehen, Rippen zusammenziehen, dann ist man nicht mehr intentional. Ja? Das kann man ausprobieren. Wenn man das alles nach innen zieht, weiß man nicht mehr, was man will. Erst mal so richtig tief einatmen und sich dann fragt so, und was will ich jetzt? Ja? Dann hat man auch Ideen. Und wir sind eine Einheit, unser Körper und unsere Seele und unser Geist und was auch immer noch so dazugehört. Und unsere bewusste Aufmerksamkeit
gibt uns ganz viele Hinweise darauf, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Ja? Affektheuristik macht uns darauf aufmerksam. Ach, das fühlt sich gut an und das nicht so gut. Ja? Und das heißt, wenn wir das alles wissen, dann können wir das in Gang setzen und können wir zu unseren Gunsten verwenden und uns darüber wieder ein klein bisschen der Kontrolle über unsere Stimmungen, unsere Gedanken, unsere Kreativität und so weiter wieder reinholen. William James hat dieses Phänomen schon 1884 formuliert, und zwar mit dem Satz: If you want a quality, act as if you already have it. Wenn du eine Qualität, ich würde jetzt mal einfach sagen, wenn du eine Qualität in deinem Leben haben willst, tu so, als ob du sie schon hast. Das ist das Als-Ob-Prinzip. Und das ist sehr vielseitig verwendbar. Und zwar einmal in Bezug auf sich selbst, aber auch in Bezug auf den Umgang mit anderen Menschen. Wir haben in unserer Kultur eher die Tendenz, anderen Menschen etwas Negatives zu unterstellen. Ja? Wir machen ihnen eher Vorwürfe für das, was sie getan haben, oder wir weisen sie auf ihre Versäumnisse hin. Und wir haben nicht die Tendenz entwickelt, andere Menschen als kompetent und hilfsbereit anzusehen und als Wunscherfüller zu betrachten. Ja? Deswegen plädiere ich immer sich sozusagen Egoismus zu gestatten und sich selber zu erlauben, andere Menschen als Wunscherfüller zu betrachten. Wir betrachten sie dann einfach mit sehr viel freundlicheren Augen. Leuchtet Ihnen das ein? Ja? Diese Person kann mir meine Wünsche erfüllen. Das bedeutet, sie wird von uns als freundlich, als kompetent, als kreativ, als hilfsbereit und so weiter angesehen. Na wunderbar. Das kommt bei der anderen Person an. Und Menschen wollen eben viel lieber als hilfsbereit und kompetent und großzügig und warmherzig und kreativ und klug und was so alles noch so dazugehört, angesehen werden, als blöd. Wir sind sehr schnell dabei zu sagen, mein Gott, ist der blöd, oder mein Gott, ist der, das ist das, was ist das für eine Zicke oder so. Ja? Das ist nicht hilfreich. Ja? Schnell fallen lassen und redefinieren. Ja? Hingucken, ja? Was ist denn irgendwie nett an der Person? Und dann ihr unterstellen. Unterstellungen sind Unterstellungen. Ja, Unterstellungen haben mit Wissen nichts zu tun. Aber wir wissen sowieso nie, wie ein anderer Mensch ist. Ja, Sie haben sicherlich schon mal jemanden kennengelernt und gedacht, oh Gott, ja, was ist denn das für jemand? Und hinterher haben Sie festgestellt, was für ein netter Mensch. So, das heißt, der erste Eindruck kann auch sehr irritierend sein oder sehr falsch sein oder sehr daneben liegen. So, das heißt, Unterstellungen sind Unterstellungen und nicht Wissen. Und da wir es sowieso nicht wissen, können wir auch das Positive unterstellen. Das heißt, wir können so tun, als ob. Ich rate Ihnen das. Wenn Sie, und das auch auszusprechen, wenn ich irgendwo im Kaufhaus bin, ich kann nicht gut laufen, ich bin auf die Unterstützung der Verkäuferin zum Beispiel angewiesen, dann sage ich zu ihr, wissen Sie, Sie kennen sich doch hier aus. Sie sind hier doch die kompetente Person. Ja? Ich brauche Ihre Hilfe. Ach, gerne. Es schadet nichts. Ja? Ich weiß nicht, ob sie kompetent ist. Aber ich weiß auch nicht, ob sie nicht kompetent ist. Also sinnvoller ist, ihr das zu unterstellen, dass sie kompetent ist und hilfreich und unterstützend. Und das ist das, was ich Ihnen nahelegen möchte. Fangen Sie an, anderen Menschen das Beste, was Ihnen in dem Moment einfällt, zu unterstellen und es auch auszudrücken. Ja, und nicht, weil Sie ein Gutmensch sind, sondern weil Sie was wollen. Sie wollen Ihre Wünsche erfüllt kriegen. Ja, stehen Sie dazu, denn umso eher sind Sie in der Lage, sie auch auszusprechen. Ja,
ich krieg's ja manchmal erzählt, so, ja, wie, was weiß ich, sie telefonieren mit einer Freundin und die Freundin ist irgendwie komisch. Und dann fragen sie, was ist denn? Hast du irgendwas? Nee, ich hab nichts. Aber ich wollte eigentlich diesen Film sehen. Ja, hat mir vorhin eine Freundin erzählt. Ja, warum hat sie es nicht gesagt? Ne? Statt einfach zu sagen, weißt du, schön, nett, dass du anrufst, aber ich gucke mir gerade den Film an, ja, bist du nachher noch zu Hause, ich rufe dich zurück. Ja, dann kriegt man, was man will. Ne? Sonst muss man sich nur beklagen. Allerdings ist bei diesen Als-ob-Bemerkungen sehr, sehr wichtig, dass man sie ehrlich meint. Wir sind wahnsinnig empfindlich. Ein falscher Zungenschlag und wir merken es. Ja? Das heißt, man muss die Unterstellungen wirklich ernst meinen. Aber es lohnt sich. Denn wenn ich will, dass es mir gut geht, ja, dann geht es mir wegen der Spiegelneuronen, meinen, nur dann gut, wenn es den anderen in meiner Umgebung auch gut geht. Sonst nicht. Ja? Wir werden vielleicht die Spiegelneuronen-Simulationen nicht immer sehr bewusst erleben. Aber deswegen sind die Effekte trotzdem da. Wir wundern uns dann vielleicht nur, dass wir so erschöpft fühlen oder irgendwie schlecht gelaunt. Ja? Das sind durchaus die Wirkungen der Innereien von anderen Menschen, die uns nicht bewusst geworden sind und wo wir nichts investiert haben, damit die anderen sich wieder wohlfühlen. Ja? Sie werden, wissen Sie, wenn Sie von einem Fest nach Hause kommen, wo sich alle wohlgefühlt haben, ja, Sie gehen beschwingt nach Hause. Ja? Wir wissen alle, dass das, was in einer anderen Person sich abspielt, sofort in radikaler Wechselwirkung mit uns selber tritt. Nicht durch einen direkten Einfluss, nicht durch einen gezielten Einfluss, aber wegen der radikalen Wechselwirkung findet es statt. Und zwar immer auf der Basis der eigenen Erfahrungen. Da, wo ein Mensch keine eigenen Erfahrungen hat, können die Spiegelneuronen auch keine Simulation herstellen. Ja? Das heißt, die werden alle intern hergestellt. Aber immer in Wechselwirkung mit dem Menschen in unserer Umwelt. Und deswegen sollten wir alle möglichst viel dazu tun, dass es denen gut geht, weil dann geht es uns auch gut. Wir merken es. So, deswegen wünsche ich mir von Ihnen, dass Sie anfangen, das zu tun. Dann geht es Ihnen besser vielleicht, als es zurzeit noch geht. Ja, und besser werden kann es immer. Und damit will ich jetzt aufhören. Vielen Dank.